Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Future is Now, einer Sendung des neuen digitalen TV-Kanals F15 von Forbes. Ich bin Camilla Sievers, Entrepreneur und Unlearner Listmaker, und bei The Future is Now spreche ich mit Zukunftsbildern, die Zukunft ihrer Branchen langfristig verbessern wollen, wie sie darüber nachdenken und vor allen Dingen, wie sie diese utopischen Vorstellungen täglich umsetzen. Mein heutiger Gast ist Frederik Fahning. Er ist Co-Founder und Managing Director von Zenjob. Zenjob ist ein Unternehmen, das studentische Aushilfskräfte an Unternehmen vermittelt. Über die App buchen Studierende kurzfristige Jobs auf Stundenbasis oder für mehrere Monate. Im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung werden monatlich mehr als 12.000 Studierende in Branchen wie Logistik, Events, Einzelhandel und Gastronomie eingesetzt. Zenjob wurde 2015 in Berlin gegründet, beschäftigt aktuell über 250 Mitarbeiter, ist in über 30 deutschen Städten verfügbar und hat zuletzt im Mai 2020 27 Millionen Euro eingesammelt. Frederik betreut die Bereiche Legal und Public Affairs und setzt sich dabei vor allem mit der Zukunft der Arbeit, regulatorischen Rahmenbedingungen in Europa auseinander und natürlich mit der Generation Z. Lieber Frederik, wie schön, dass du heute da bist. Ich freue mich auf unser Interview. Danke dir, Camilla. Danke für die Einladung. Wir werden ja über die Entstehungsgeschichte und die Entwicklung von Zenjob sprechen. Ich glaube, das wird richtig cool. Wir werden uns dann aber auch anschauen, ihr habt jetzt eine Branche, wo ihr Studenten an die Gastro vermittelt, an Eventbranche. Und das ist ja jetzt ziemlich flach gefallen mit Covid. Also wie seid ihr mit dieser Krise umgegangen, was waren da für Chancen, Gefahren, Failures, Learnings, alles in between. Ich glaube, das wird cool. Dann habt ihr ja auch gerade eine große Runde abgeschlossen, mitten in der Corona-Krise. Da werden wir sicherlich kurz drauf eingehen. Und dann natürlich vor allen Dingen Chancen und Gefahren für eure Plattform-Economy. Wo siehst du Lösungsansätze? Du bist jetzt zuständig für so die ganzen Legal-Sachen in eurem Bereich. Ich glaube, da kannst du gut was drüber zu erzählen, was the future of work in Europa irgendwie im Weg steht. Und das wird dann auch so die Abschlussfrage. Also wo siehst du die Zukunft der Arbeit und der Arbeitsvermittlung? Bevor wir aber damit anfangen, würde ich dir gerne drei Fragen zu deiner Person stellen, die du bitte kurz beantwortest. Und die erste wäre jetzt gleich, was ist deine größte Stärke und deine größte Schwäche? Die Lieblingsfrage. Größte Stärke. Ich würde sagen, Leute würden über mich sagen, eine Stärke ist definitiv Empathie. Ich kann mich relativ gut in Leute hineinversetzen und das kombiniert mit einer sehr starken Ehrlichkeit, sehr genau sagen, was ich an jemandem schätze, vielleicht auch, was ich da nicht so schätze, hilft mir, glaube ich, in Situationen gut durchzukommen. Schwäche, definitiv Struktur, Prozessuales, teilweise vielleicht auch mal analytische Herangehensweise, Dinge, die ich noch ausbauen kann. Ich trinke sehr gern viel Espresso, vielleicht ist das auch nicht immer ganz hilfreich. Wenn es sonst nichts ist, das lassen wir in Berlin glatt durchgehen. Was ist denn deine Lebensphilosophie? Ja, Lebensphilosophie. Also ich versuche sehr gern Dinge auszuprobieren, zu versuchen, damit auch gerne auf die Nase zu fallen und sowohl im Privaten als auch Beruflichen. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann macht es auch nichts, dann hat man hoffentlich was draus gelernt und versucht es trotzdem beim nächsten Mal wieder neu. Ja, das ist auch mein immer wiederkehrendes Mantra, einfach machen und fearless sein. Was ist denn deine geschäftliche Philosophie? Das, glaube ich, ein bisschen einfacher zu beantworten, weil ich da logischerweise mit so einer Frage man sich häufiger auseinandersetzt, auch für sich selbst. Leute zu finden, denen man vertrauen kann, mit denen man Geschäft aufbauen möchte, wenn man jetzt Unternehmer ist, aber auch wenn man im allgemein beruflichen Umfeld unterwegs ist. People you can trust. Und das andere wäre, auch das ist, glaube ich, nicht neu, was zu finden, worüber man wirklich richtig begeistert ist. Auch da wieder völlig egal, ob selbstständig im Unternehmertum oder außerhalb. Aber wenn man etwas nicht macht, worüber man keine Begeisterung hat, dann wird es einem auch nicht glücklich machen und man wird auch nicht gut drin sein. Ja, wunderbar. Dann lass uns doch jetzt gleich einsteigen. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist Zenjob gestartet und wo steht ihr heute? Ja, wir haben vor 5 Jahren Zenjob gegründet, Ende 2015 in Berlin. Wir kamen sehr unterschiedlich an das Thema. Ich habe noch zwei weitere Mitgründer, Gian und Fritz,
bei den beiden war es so, der eine hatte einen sehr stark technologischen Background und auch schon mehrere Unternehmen mitgegründet und der andere wiederum kam aus dem Rocket-Umfeld und war zuletzt bei einem großen Beauty-Startup unterwegs und beide hatten schon einiges gesehen und bei mir war das dann alles ein bisschen anders aus. Ich hatte eigentlich noch gar nicht besonders viel gesehen, war aber immer schon sehr begeistert davon, ein Unternehmen zu gründen und das war immer mein großes Ziel und so haben wir uns alle drei gefunden bei unserem ersten gemeinsamen Investor Atlantic Internet und hatten eben diese sehr unterschiedlichen Ansätze, wollten aber gern was machen und wir haben uns dann relativ schnell dem Arbeitsmarkt gewidmet, weil wir einfach gesagt haben, was sind die großen Themenfelder, die es gibt, bei denen wir wirklich die Chance haben, ein Startup aufzubauen, eher von der Größe Go Big or Go Home. Ja, und dann sind wir rumgelaufen in Berlin-Mitte und haben uns mit den Gastronomen unterhalten, dem Einzelhandel, Drogerien, Gleiches aber auch an den Universitäten mit den Studenten an der FU, an der HU und wollten immer verstehen, wo drückt denn der Schuh, wenn es letztendlich um Arbeit geht. Und es fiel immer wieder Flexibilität auf der einen Seite und ja, die Automatisierung der Dinge, also sich mit nichts auseinandersetzen zu müssen auf der anderen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das überhaupt abbilden? Und dann ist in Deutschland uns recht schnell klar geworden, das können wir eigentlich nur im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung machen, also der nicht besonders populären Zeitarbeit, weil nur die eigentlich die Möglichkeit bietet, dass wir uns arbeitsvertraglich in der Lohnbuchhaltung, aber eben auch rein digital mit allem auseinandersetzen können. Und ich glaube, das ist das Letzte, was man sich vorstellt, wenn man ein Unternehmen gründet, dass man jetzt unbedingt was mit Zeitarbeit machen möchte. Aber das war für uns einfach eine sehr spannende und auch im Nachhinein die richtige Grundlage letztendlich, um dieses Problem unserer Meinung nach zu lösen. Damals eher deshalb auch ein ungewöhnlicher Ansatz, weil es andere Startups gab, auch auf der ganzen Welt, die natürlich in dem HR-Tech-Bereich unterwegs sind, aber eben stark immer auf diesen Vermittlungsgedanken gehen. Und dann haben wir uns erst die entsprechende Lizenz besorgt, kann man sich alles vorstellen, relativ aufwendig und kompliziert in Deutschland. Und dann war irgendwann 2016, bis wir dann gesagt haben, ja, jetzt irgendwas müssen wir aber auch mal machen. Das war damals dann auch Fritz, der gesagt hat, so komm, jetzt ist gut mit der Recherche, jetzt starten wir. Und dann haben wir angefangen mit einem Secondhand-Möbelladen, sind dann da alle hingefahren, hatten, glaube ich, 5 Studenten mit dabei und es war dann Flyering bei diesem Secondhand-Möbelladen. Und so haben wir dann, glaube ich, im April 2016 letztendlich den ersten Umsatz gemacht. Parallel, vielleicht noch letzter Satz dazu, hatten wir auch angefangen, eben die ersten Apps zu bauen, weil die Grundidee natürlich immer war zu sagen, es muss Apps geben, es muss auf der Talent-Seite, so heißen bei uns die Studenten, 2 verschiedene Apps geben, Android, iOS und dann wollen wir irgendwann das Gleiche auch auf der Unternehmensseite bauen und das wurde dann auch schon parallel entwickelt und so hat es dann angefangen. Jetzt ist es ja so, ich habe schon ein bisschen angeteasert, ich meine, ihr seid ja enorm gewachsen, ihr habt jetzt 250 Mitarbeiter, ihr seid in über 30 Städten unterwegs. Was sind denn so, wo steht ihr denn so, wie viele Jobs habt ihr denn jetzt so vermittelt? Und vor allen Dingen auch, wie viel Geld habt ihr bis jetzt geraced? Ja, wir machen inzwischen so rund 20.000 Schichten pro Monat. Wir sind, wie du ja schon erwähnt hast, mehr oder minder jetzt deutschlandweit, so sehen wir das zumindest, mit unserem Produkt unterwegs. Wir haben inzwischen auch die Möglichkeit, dass wir recht schnell neue Städte öffnen können, weil wir das Ganze nur noch remote machen und dann über solche Satellitenstädte arbeiten in 5 verschiedene Städte in Deutschland. Wir haben jetzt ein bisschen mehr als 50 Millionen Euro eingesammelt, seitdem wir Zenjob angefangen haben, mit sehr unterschiedlichen Zeitpunkten und sehr unterschiedlichen Voraussetzungen. Aber gerade zuletzt, glaube ich, für uns die mit spannendste Runde oder schwierigste mitten in der Krise quasi, oder als es losging, Ende April, konnten wir nochmal 27 Millionen sichern, unter anderem Forestay als neuer Investor mit dabei. Das war natürlich super spannend. Kann ich auch gerne noch einen Satz zu verlieren, weil wir letztendlich in dem Moment, als es losging mit Covid, hatten wir uns noch gerade vorher einmal persönlich getroffen und in einer Woche danach war Schluss. Also das wäre sicher auch noch mal spannend gewesen, ob diese Runde überhaupt geklappt hätte. Aber genau, also das sind vielleicht so die Rahmenzahlen. Ja. Es ist echt Zufall, es ist Glück, es gehört alles dazu, ja, wie im richtigen Leben halt. Wir haben auch vielleicht noch zu den Rahmendaten. Wir haben jetzt am 1. November unser erstes Land gelauncht außerhalb Deutschlands, die Niederlande. Das ist natürlich auch nochmal ein sehr, sehr spannender Moment war, weil du auf einmal wieder so ein kleines Startup im Startup hast, auch ein Team, was ausgestattet ist mit Leuten aus dem Business Development, aber auch ein bisschen Legal Finance gleichzeitig, aber auch aus dem Tech-Bereich. Und wir sind jetzt auch im Januar sind wir alle drei nochmal in Amsterdam und sind da im kleinen Coworking-Space unterwegs. Also das wird nochmal richtig spannend und man hat auch gemerkt, gerade zu Covid-Zeiten, was das dem ganzen Unternehmen nochmal für einen Push gegeben hat. Ja.
Stichwort Covid. Also, ihr seid eine Woche vorher irgendwie beim Investor und schließt eure Runde ab. Dann kommt das. Und ich meine, man muss schon sagen, klarerweise, wenn es jetzt typische Studentenjobs sind, die auf einer Stundenbasis oder Wochenbasis, vielleicht auch mal Monatbasis vergeben werden, kann ich mir vorstellen, dass einiges da zusammengebrochen ist. Also vielleicht so ein bisschen fängst du mal an zu erzählen, wusstet ihr, dass das jetzt kommt oder habt ihr euch auf das mögliche Szenario vorbereitet und wie war es dann wirklich? Nein, also wir wussten das nicht. Wir haben uns auch nicht darauf vorbereitet. Man könnte es natürlich behaupten, schon bei Gründung von Zenjob haben wir uns darauf vorbereitet, weil wir ja immer diesen Gedanken gesetzt haben auf sehr, sehr flexible Einsätze. Wir glauben ganz fest daran, dass es eine größere Chance geben kann, auch auf Seiten der Arbeitnehmer, wenn Jobs sehr flexibel angelegt sind, aber eben nur mit der entsprechenden Technologie. Aber um auch bei deiner Frage zu bleiben, nein, wir wussten es nicht. Und wir hatten natürlich auf Seite unseres eigentlichen Geschäftsmodells eine ähnliche Befürchtung, was wird denn jetzt passieren? Und wir haben es auch mehr oder minder sofort gesehen. Also wir haben fast 70% unseres bis dahin üblichen Umsatzes war mehr oder minder von einem auf den anderen Tag weg. Wegen Gastro zu und Events wahrscheinlich gecancelt und so Sachen. Richtig, genau. Die Gastronomie, die Hotellerie, das Event-Business, aber auch Mode, Einzelhandel war einfach weg. Wir haben einfach nur sehr stark davon profitiert, dass wir von Anfang an gesagt haben, also wir wussten immer, wir müssen irgendwie, weiß nicht, vielleicht so als Analogie, die Bücher von Amazon finden. Und da haben wir immer gesagt, okay, das sind die Studenten, die in Deutschland kurzfristig einfache Jobs machen. Aber wir haben uns nicht beschränkt, was die Branchen angeht. Und das war letztendlich auch genau das, was uns geholfen hat in diesem Moment. Wir konnten sehr schnell darauf reagieren, dass die Nachfrage enorm hochgeschossen ist im Lebensmitteleinzelhandel, in den Drogerien, in den Apotheken. Dann zu einem späteren Zeitpunkt haben wir uns sehr stark fokussiert auf die Logistik oder auch die E-Commerce-Logistik. Also wir konnten aufgrund der Digitalität oder aufgrund der Digitalisierung und Automatisierung konnten wir sehr, sehr agil sein und schnell reagieren. Was wir tatsächlich geschafft haben, worauf wir vielleicht auch ein bisschen stolz sind, ist, dass wir tatsächlich zeigen konnten, dass wir sehr agil sein können. Also wir sind beispielsweise auch nicht geschrumpft, sondern wir sind weiter gewachsen in unserem Umsatz. Obwohl wir von einem auf den anderen Tag so viel verloren haben, ist entsprechend viel dazugekommen und wir konnten sehr schnell shiften. Also wir werden jetzt auch rausgehen aus dem Jahr 2020 und werden Wachstum verzeichnen. Wir mussten uns nicht intern mit Kurzarbeit beschäftigen. Cool. Das sind natürlich alles Sachen, die machen uns sehr glücklich und die machen am Ende auch unsere Investoren glücklich. Glücklicherweise haben auch Investoren ja meist viele andere Portfoliounternehmen und haben deshalb auch Vergleichswerte und sehen, wie es funktioniert. Also da gab es sehr viel Verständnis und gleichzeitig einfach super starkes Coaching, um gemeinsam zu überlegen, wo sollten wir jetzt unsere Schwerpunkte setzen, wo sollten wir das neue Geld allokieren und dergleichen. Was mich vielleicht jetzt noch ganz kurz interessieren würde, ist, habt ihr auf der Talent-Seite, also bei den Studenten, die ihr vermittelt, habt ihr da irgendwie gemerkt, dass es nicht mehr so viel Verfügbarkeit gibt, weil die Leute vielleicht sagen, ich möchte aber nicht ins Verteilerzentrum, ich möchte lieber zu Hause sein, ich habe Angst vor diesem Virus oder so. War das irgendwie ein Problem, das die Nachfrage abdecken zu können? Also ich würde es tatsächlich nicht sagen, dass uns das primär als Problem aufgefallen ist. Du hast natürlich immer wieder einzelne Situationen, in denen auch ganz klar Talents bei uns gesagt haben, nee, den Job möchte ich nicht machen und das ist ja auch völlig legitim und in Ordnung. Gleichzeitig gab es aber ja auch generell in Deutschland und gibt es ja nach wie vor eine sehr starke Nachfrage nach Jobs, auch seitens der Studenten. Und wir waren natürlich froh, dass wir immer noch Jobs zur Verfügung stellen können. Wir haben uns viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir hatten gerade auch das Thema in den Supermärkten. Unsere Talents waren ja unter anderem, wenn man so sagen will, genau das aufrechterhalten. Also genau das, worauf alle angewiesen waren, weiterhin in die Lebensmitteleinzelläden zu gehen. Da waren wir sehr, sehr glücklich drüber. Gleichzeitig haben wir uns aber auch mit dem Thema auseinandergesetzt, inwieweit können wir das vertreten? Inwieweit wollen wir reingehen und auch sagen, wird hier alles dafür getan, dass den Tenants die maximale Sicherheit gewährleistet wird? Also das waren schon für uns selber auch spannende Konflikte. Letztendlich haben wir uns dafür ausgesprochen, weiterhin auch diese Jobs anzubieten. Es hat ja nie einen verpflichtenden Charakter. Und ich glaube, rausgehen aus dem Jahr werden wir eher mit der Perspektive, dass wir das Feedback von Talents bekommen haben, dass sie dankbar waren, dass wir ihnen noch so viele Jobs generell anbieten konnten. Ja, du hast das schon angesprochen, die Logistik hat natürlich stark zugenommen. Das ist ein bisschen dem Angebot geschuldet. Da würden wir uns natürlich auch wieder freuen, wenn es ein bisschen breiter wäre. Ja, ja.
So, du bist ja jetzt zuständig für Legal und Public Affairs und bist da sicherlich mit Stakeholdern zusammen, die sich um die regulatorischen Rahmenbedingungen kümmern, wie denn die Zukunft der Arbeit aussehen sollte. Was sind denn so, jetzt haben wir so ein bisschen Chancen der Plattformökonomie angesprochen. Wo siehst du denn Gefahren? Und was sind die Sachen, die sich ändern müssen, um diese Gefahren eben dann in Chancen und Wachstum umzuändern? Ich würde sagen, eine der größten Gefahren ist, die wir auch sehen, die wir auch selber sehen, Verbindlichkeit. Also die Plattformökonomie, die hat ja das große Potenzial, dass du eben sehr frei bist, selbstbestimmt agierst. Und auch in unserer Vision es dazu führt, dass dieser Power-Shift stattfinden kann vom Arbeitgeber hin zum Arbeitnehmer oder vom Plattformbetreiber hin zum Plattformbeschäftigten, wie man es auch immer ausdrücken möchte. Und das geht aber eben einher mit weniger Verbindlichkeit. Früher hat man eben nun seinen Arbeitsvertrag bekommen, hat mit 18 angefangen und mit 65 aufgehört bei dem gleichen Unternehmen, hatte seine 40-Stunden-Woche, die geschuldet war. Da gab es eine Verbindlichkeit und das war gut für den Arbeitgeber und auch für den Arbeitnehmer. Das hat dir aber Freiheit oder Vereinbarkeit, auch Entgrenzung zwischen Privat- und Berufsleben und viele Dinge verhindert. Diese Verbindlichkeit ist aber natürlich schon auch förderlich. Und jetzt ist eben die Frage, wie kannst du die auch in der modernen Welt kreieren? Und da glauben wir wiederum natürlich fest an die Technologie. Die Technologie führt dazu, dass sie dir sagen kann, du musst eben beispielsweise jetzt nicht mehr einen Arbeitsvertrag unterschreiben über 10 Jahre und da steht 40 Stunden irgendwas drin, sondern du kommst zum Beispiel jetzt bei uns, du kommst zu uns und sagst eben, wie viele Stunden möchtest du machen, für wen möchtest du arbeiten, was hast du früher gemacht, aber auch wie viel Geld brauchst du denn eigentlich im Monat, wie viele Stunden stehen zur Verfügung? Und dann ist es unsere Aufgabe, beziehungsweise die Aufgabe smarten algorithmischen Managements, dir so viel zur Verfügung zu stellen, dass du mit dieser Selbstbestimmtheit umgehen kannst und die Verbindlichkeit trotzdem gewährleistet werden kann, weil wir natürlich dann auch irgendwo einfordern müssen, dass du, wenn du so und so viel Geld verdienen willst, auch so und so viel Zeit zur Verfügung stellen möchtest. Aber diese Frage der Verbindlichkeit ist, glaube ich, eine, und da ist auch egal, ob man jetzt etwas wie Zenjob, wir möchten uns ja immer gern, kann ich auch gern gleich noch ein bisschen ausführen, ein bisschen distanzieren von anderen Plattformmodellen, wie jetzt Uber beispielsweise. Aber der Grundgedanke ist ja überall der gleiche. Wie sorgst du eben dafür, dass du genug Verbindlichkeit hast, ohne aber Flexibilität und Selbstbestimmtheit zu rauben? Und da schließt sich dann letztendlich auch der Gesetzgeber an oder die regulatorischen Rahmenbedingungen. Und so ist es eigentlich relativ klar, dass du, wenn du als Selbstständiger unterwegs bist, das nicht wirklich sein kann. Wenn du doch permanent für die gleiche Plattform als Lieferfahrer oder dergleichen unterwegs bist und sich der Gesetzgeber jetzt dauernd damit auseinandersetzt, wie können wir jetzt diesen Selbstständigen noch besser schützen oder in irgendeine Altersversorgung reinpacken. Und auf der anderen Seite hast du dann aber die sehr klassische Arbeitgeber-Arbeitnehmerwelt mit eben der entsprechenden langfristigen Arbeitsverträgen, unbefristet, starke Verbindlichkeit, aber auf beiden Seiten. Und woran wir eben fest glauben, und deshalb, um die Frage zu beantworten, da muss eben auch die Regulatorik rein, da muss der Gesetzgeber rein, in Deutschland, in Europa, irgendwann hoffentlich auch global, sich mal mit diesem Mittelthema auseinanderzusetzen. Da haben wir für uns einen sehr eigenen Ansatz gefunden, aber ganz grundsätzlich ist es da wichtig zu verstehen, was treibt denn eigentlich, du hast ja auch die nächsten Generationen angesprochen, was treibt die denn eigentlich, wie sehen sie denn dieses Thema? Häufig wird ja Flexibilität immer noch verbunden mit, davon profitiert eigentlich nur der Arbeitgeber. Wir sehen eben bei unserer Generation Z oder manchmal auch noch Y, sehen wir halt sehr stark, dass es ganz anders gesehen wird, nämlich, dass es sehr stark von der Generation selbst kommt. Ja, und wen muss man da zur Verantwortung ziehen, dass eben auch vielleicht den Arbeitgebern auch ein bisschen ein Burden, sag ich jetzt mal, abgenommen wird, damit sie auch flexibler agieren können? Wer ist dafür zuständig? Also mit wem triffst du dich da? Sind das alles Politiker? Sind das Gesetze für ganz Europa oder ist da wieder jedes Land unterschiedlich? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist wie immer leider das Problem, was du in einigen Bereichen findest. Hast du schon genau richtig angesprochen. Also auch nationale Gesetzgebung ist gerade beim Arbeits- und Sozialversicherungsrecht sehr elementar. Aber nee, also es ist eigentlich eine Bandbreite. So betreiben wir es eigentlich auch. Also es gibt zum einen definitiv die Politik als starken Stakeholder. Da ist es dann in Deutschland natürlich das Bundesministerium für Arbeit. Da gibt es auch super spannende, nicht nur Leute, sondern auch Bereiche wie die Denkfabrik, die sich genau mit solchen Themen auseinandersetzt. Du hast das Gleiche aber auch auf europäischem Level in der Europäischen Kommission. Eine ganze Abteilung, die sich mit der strategischen Arbeit, so nennen sie sich, auseinandersetzt.
Du hast aber auch andere Stakeholder im Bereich der Wissenschaft. Wir tauschen uns zum Beispiel auch immer wieder mit Soziologen aus, von der HU oder von der FU, die in dem Bereich forschen. Weil für uns ist es natürlich wiederum spannend zu verstehen, wo sehen die eigentlich diesen Trend hingehen? Und was muss es denn eigentlich, wo muss es zum Beispiel eine Algorithmen- oder algorithmische Regulierung geben können, damit es beispielsweise nicht irgendwann heißt, aha, sagen wir jetzt mal, Zenjob ist richtig erfolgreich und alle mögliche Arbeit kann über Zenjob laufen. Ja, dann läufst du auch wieder Gefahr, dass du aber ganz schnell als Monopol wahrgenommen wirst und nicht mehr im Sinne der Arbeitnehmer reagierst. Also wir wollen uns sehr früh mit dem Thema auseinandersetzen, verstehen, was passiert da. Und dann hast du so als dritten Bereich vielleicht sehr viele verschiedene Geister, kann man sie vielleicht nennen, die sich mit Future of Work auseinandersetzen. Das können Philosophen sein, das können Leute aus der Wirtschaft sein. Inzwischen ist ja New Work, ist ja immer so der Überbegriff. Es ist sehr breit angelegt und da passiert sehr, sehr viel. Aber wenn man es konkret haben will, dann ist es am Ende schon immer wieder der Gesetzgeber, Verbände, die stark agieren, in Deutschland der Bitkom beispielsweise, die sehr viel über diese Themen diskutieren und nachdenken. Und wir versuchen jedes Mal da irgendwo zu platzieren, dass wir glauben, mit unserem Ansatz den eigentlich besseren gefunden zu haben, nämlich zu sagen, lass uns die Leute anstellen. Lass uns nicht immer darüber sprechen, wer ist selbstständig und wer ist nicht selbstständig, sondern lass uns die Leute anstellen, aber lass uns dann darüber unterhalten, wie kann man das flexibel ausgestalten und weniger immer in diesen starken Schubladen rechts und links zu denken, weil wir eben fest daran glauben, davon profitiert jeder. Mindestlohn, Arbeitszeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz, das sind alles Sachen, wir tauschen uns ja auch immer mit den anderen Plattformen aus, auch mit Delivery Hero oder Volt oder dergleichen. Das sind alles Plattformen, die grundsätzlich kein Problem damit haben. Schwieriger wird es, wenn einem die Flexibilität genommen wird. Und deshalb ist dieser Teil ist einfach sehr, sehr elementar. Und wir sehen schon, dass das auch von diesen Institutionen gesehen wird. Die Frage ist wieder nur, was kannst du eben wie schnell umsetzen? Und es ist deutlich leichter momentan. Hubertus Heil, unser Arbeitsminister, beschäftigt sich auch mit dem Bereich bei dem Thema Arbeit von morgen. Es ist einfacher zu sagen, wie kannst du einem Selbstständigen eine Altersversorgung zur Verfügung stellen, als jetzt den vielleicht deutlich größeren Schritt zu machen, um mal zu überlegen, in welchen Lebenssituationen. Weil das war auch unser Ansatz. Uns geht es gar nicht so sehr um Studenten. Momentan ist der Student spannend. Er ist ein Digital Native, er hat Bock auf Flexibilität, er wird sehr geschätzt von den Unternehmen, also spricht für quasi für Qualität, wenn du es so ausdrücken magst. Aber unsere Thema ist eigentlich nicht der Student, sondern die Lebenssituation. Du kannst Schüler sein, du kannst Rentner sein und so wie wir beide gerade Nachhilfeunterricht geben für Geschichte über ein Videoformat. Du kannst Hausfrau oder Hausmann sein und parallel mal eben was machen. Du kannst auch, was wir nächstes Jahr machen wollen, Leute, die in Teilzeit beschäftigt sind, die trotzdem noch zusätzlich was machen wollen. Entweder, weil sie noch mehr Geld brauchen oder weil sie was Neues sehen wollen. Also es gibt so viele verschiedene Lebenssituationen, in denen du mal eben kurz was nebenbei machen kannst. Mhm. Aber das, glauben wir eben fest, ist eher in einem Angestelltenverhältnis abbildbar. Nur dafür muss noch ein bisschen was passieren. Genau, und jetzt sind wir auch, glaube ich, eine sehr schöne Überleitung von, wenn du dir jetzt mal die Utopie deiner Branche vorstellst, wie sieht in deinem Traumszenario die Zukunft von Arbeit aus? Und zwar für alle. Du hast jetzt schon gesagt, es wird nicht bei Studenten bleiben. Aber was ist so in deiner Vorstellung, du hast jetzt so viel gesehen, du hast mit so vielen Leuten geredet, ihr habt so viele Talents, deren Feedback ihr einbezieht und Philosophen und Forscher and everyone in between. Wie sieht die Utopie aus? Wie sieht die Arbeit von morgen aus? Ja, das ist natürlich die absolute Masterfrage. Ich würde vielleicht erstmal sagen, man muss es natürlich fairerweise unterteilen. Du hast Themenbereiche wie das ganze Thema KI, künstliche Intelligenz, du hast Themen wie lebenslanges Lernen. Das sind auch diese Bereiche, mit denen sich zum Beispiel die Denkfabrik auseinandersetzt. Unser Steckenpferd ist ja immer so ein bisschen die Plattformökonomie. Und wenn ich das jetzt mal auf die Plattformökonomie beziehe, dann ist es vielleicht das, was ich vorhin angedeutet habe, nämlich diese Selbstbestimmtheit. Also unser Purpose von Zenjob ist, we empower the workforce of the future. Und wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, was jedes Startup ja immer macht. Sind wir eher B2C? Sind wir eher B2B? Woran glauben wir? Und wir haben immer gesagt, wenn wir die besten Leute haben, dann kriegen wir alle Unternehmen. Und deshalb muss einfach dieser Power-Shift stattfinden und mehr zum Arbeitnehmer gehen. Das heißt, diese angesprochene Selbstbestimmtheit vorhin, die wird dazu führen, dass du selber wirklich frei entscheidest, wann du wo was machen willst. Das heißt, die Zukunft der Arbeit in meinen Augen in dem Bereich sieht so aus, du hast zum Beispiel eine App, vielleicht hast du dann auch in 20 Jahren noch was ganz anderes, was wir noch gar nicht kennen. Und dort entscheidest, sagst du erstmal, wer du bist, was du machen möchtest, wie viel Geld du brauchst und so weiter und so fort. Und
Es wird für dich arbeiten, wird so sein, als ob du in Berlin bei einem Späti ein Bier holen gehst. Es ist einfach was völlig Normales. Das ist so, da ist überhaupt kein Hassel mehr drum verbunden. Du gehst einfach irgendwo hin, du arbeitest mal eben kurz, du gehst aus dem Laden wieder raus, hast sofort schon dein Gehalt bekommen, vielleicht abzüglich der Lohnsteuer, wenn es sein muss, und kannst sofort wieder mit dem Geld arbeiten. Du kannst mal eben da reinschauen, hier reinschauen. Dinge wie Einarbeitungszeiten werden man digital lösen können. Du kommst also irgendwo an und weißt sofort, was du machen musst. Übrigens, das heißt nicht, dass wir nicht auch daran glauben, dass es auch später langfristige Arbeitsverhältnisse geben kann. Wir gehen selber auch dahin, dass wir sagen, wir bieten jetzt Studenten verstärkt Arbeitsverhältnisse an, 1 bis 9 Monate zum Beispiel. Also das soll gar nicht das Thema sein. Aber das Thema soll sein, wir sehen momentan, Teilzeit ist ja immer noch in der Gesellschaft was wie, ja, das macht man, das findet irgendwo statt, aber es ist noch überschaubar. Und dieser Grundgedanke, dass ich fange mit 18 beim Fließband bei VW an und höre mit 65 auf und bleibe bei einem Unternehmen, der bricht einfach immer stärker auf. Und man wird viel stärker sich überlegen, jetzt habe ich eine Phase, ich fange zum Beispiel an mit meinem Studium und ich brauche was, der Job soll einfach sein, aber soll schnell gehen und easy sein. Dann bin ich aber im 4. bis 6. Semester, da brauche ich vielleicht was eher zu meinem Job passt und möchte mich auch gern mal 6 Monate binden. Ich will auch Sicherheit haben und mehr lernen. Und dann bin ich durch, dann muss ich langfristig irgendwohin vermittelt werden. Dann will ich vielleicht 5 Jahre bei einer Firma bleiben und muss auch meine Wohnung abbezahlen. Dann will ich aber wieder Freelancer sein und vielleicht selbstständig auch von Bali aus Design machen. Und dann wieder, also dass man Arbeit viel stärker sieht in verschiedenen Mustern, in verschiedenen Schachteln, die du dir selber aber aussuchst und wo du wirklich darüber bestimmst, was du wo wie machst. Das ist vielleicht so im Groben so ein bisschen unsere Utopie, zumindest für die Zukunft der Arbeit in der Plattformökonomie. Ja, also dann herzlichen Glückwunsch zum nächsten Schritt. Neues Land, neues Glück auf ganz, ganz viele weitere Länder. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Ich würde jetzt gerne übergehen zu den Abschlusssätzen, die du mir bitte vervollständigst. Der erste wäre, Frederik, was glaubst du, sind die Langzeitfolgen der Covid-Krise für Startups? Dass sehr viele neue, spannende Geschäftsmodelle aus dem Boden kommen werden. Ich glaube eher an eine Chance als eine Krise für Startups. Krisen bedeuten meist Wandel und was gibt es Besseres als Startups für einen Wandel? Agreed. Meine Zukunftsvision als Kind war? Dass ich als Rennfahrer in Flugtaxis die Welt bereisen möchte. Das kommt ja vielleicht später. Ja, mal gucken. Also ich hätte nichts dagegen. Die Utopie des 21. Jahrhunderts stelle ich mir so vor, dass... Ich bleibe bei den Flugtaxis. Ich finde Mobilität, vielleicht noch als Zusatz nachhaltige Mobilität, ist ein absolutes Kernthema im 21. Jahrhundert. Es wird zu einer unfassbaren Entschleunigung führen, was man sich erst gar nicht vorstellt, weil man auf einmal nicht mehr sich damit beschäftigen muss, wie lange brauche ich irgendwo hin und Parkplatz und ich weiß es nicht, sondern Mobilität, Hyperloop, es wird alles so einfach sein, dass es das Leben entschleunigt und das stelle ich mir sehr positiv vor. Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe gestern erst gelesen, ich glaube auf Bloomberg, ich weiß jetzt nicht, ob Shanghai oder Singapur war, auf jeden Fall 2023 erste Flughafen-Taxis in näher. Also das ist nicht mehr so lange. Ich glaube, Volvo Copter aus München, die bieten schon Tickets für 2022 sogar an. Na bitte. Da ist halt Europa mal vor China oder zumindest vor Asien. Ja, ja. Wie stellst du dir denn die Dystopie des 21. Jahrhunderts vor? Da würde ich tatsächlich auf die, ich würde auf eine Vereinsamung, ich stelle mir eine sehr vereinsamte Welt vor, obwohl wir alle komplett vernetzt sind und permanent digital miteinander verbunden. Ich denke, wir sehen es teilweise in Ansätzen jetzt schon und meine Dystopie wäre, dass das sich sehr stark weiterentwickeln wird. Man sieht die Bilder der Leute, die nur vom Handy kleben und trotzdem nicht mehr direkt miteinander reden. Städte wie Tokio, die dann trotzdem die größten Single-Raten haben, obwohl so viele Menschen dort leben. Also meine Dystopie wäre, obwohl wir so vernetzt sind wie nie zuvor, sind wir so einsam wie nie zuvor. Hm. Startup-Branchen, die uns näher an die utopische Zukunft bringen sind. Gut, dann muss ich natürlich bleiben bei der Mobilitätsbranche beispielsweise, vielleicht aber auch verbunden mit Green-Tech-Unternehmen, eben weil die gerade nachhaltige Mobilitäts
Wende ist ja das Spannende an der ganzen Sache. Sieht man auch immer mehr, wie viel Geld auch investiert wird in Green Tech Ideen oder jetzt in Ansätze. Vielleicht alles, was mit Sharing zu tun hat, führt ja auch ungefähr in eine ähnliche Richtung. Ja. Und eine Person, die ich unbedingt bei The Future Is Now interviewen sollte. Jemand, der dich fasziniert. Christoph Mehr. Christoph Mehr ist der Gründer, wenn du so willst, von Atlantic Internet, also unserem ersten Investor. Und ich habe versucht, jemanden zu finden, der in Deutschland ist, der greifbar auch irgendwo ist, der aber so spannende Ansätze hat und immer wieder sich neu, visionär, innovativ in Dinge hereinversetzen kann. Für uns war das immer unglaublich inspirierend, als wir 4 Leute an 2 Tischen waren und wir sind zu ihm in den Raum gelaufen und es gab irgendwie eine Meeting-Agenda. Das war aber völlig egal. Er hat dann einfach angefangen, über was ganz anderes zu reden und man ist mit so einem komplett offenen Mindset wieder rausgegangen. Also ich glaube, wenn es darum geht, the future is now, gibt es momentan wenige Leute, die da so in Frage kommen wie Christoph Mehr. Cool. Dann danke ich dir dafür und natürlich für alles andere, für deine Insights, deine Stories aus dem Leben, deine Zukunftsvision. Ich glaube, da war vieles dabei, was absolut zum Nachdenken anregen sollte und sehr, sehr wichtig ist, um dieser utopischen Vorstellung and the future of work einen Schritt näher zu kommen. Also danke dir dafür. Sehr gern, danke dir. Euch danke ich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Ihr findet alles, worüber gesprochen worden ist, in den Shownotes. Schaut euch seinen Job mal an. Wir freuen uns über Fragen, Comments, wenn ihr unseren YouTube-Kanal subscribt. Und wir sehen uns nächste Woche bei einer weiteren Folge von The Future Is Now.